Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich begrüße euch zu einem Infovideo, Vor-Unboxing, wie man dazu sagen möchte. Ich habe ja gestern Abend im Stream schon gesagt, dass demnächst, was auf meinem Kanal, Kopfhörer, weil Rudi kann momentan keine richtigen Kopfhörer tragen, wegen den Ohren. Aber tut hier nichts zur Sache. Und muss jetzt momentan In-Ears nehmen. Aber nicht die In-Ears, so wie ihr sie kennt, so mit diesen Gumminippeln, sondern die, so wie damals vom alten Gameboy, alten Walkman, einfach so, oder die alten Apple-Dinger, einfach rinnen ins Ohr und fertig ist. Und ich habe angekündigt, dass ich ein Video zu einem Produkt machen möchte, was ich denke mal für Rudi super wäre und was für mich jetzt momentan super ist. Und zwar von Shox, die Open One. Da gibt es verschiedene, also einmal Open One Mini und dann Open Com. Open Com hat halt ein langes Mikrofon hier dran. Und Open One und Open One Mini, die haben, glaube ich, ein eingebautes Mikrofon. Weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, werden wir testen. Und die unterscheiden sich jetzt eigentlich nur die beiden Open Ones. Dadurch, dass das hier hinten kürzer gehalten ist. Beim Open Run ist es länger und hier ist es halt kürzer für kleinere Köpfe oder für den Leuten, die das dann halt unangenehm ist, wenn das hier unten so ein bisschen rumbammelt oder so. Das ist halt auch für größere Köpfe geeignet und wenn du halt einen kleineren Kopf hast, bleibt halt hier hinten ein bisschen über. Ja, und das ist dann halt für die Leute. Ja. Und das Positive jetzt an diesen Produkten ist, warum ich die unbedingt testen wollte und euch unbedingt zeigen will, ist ganz einfach, die kommen übers Ohr. Also die sind jetzt noch nicht ausgepackt oder so, das werden wir gleich machen. So. Die kommen nicht ins Ohr, nicht übers Ohr, die sind hier am, wie heißt der Knochen? Wangenknochen. Da hat Schock sich, der hat da ein Patent drauf auf die Wangenknochenschallübertragungsdingsbums, keine Ahnung. Der Schall geht praktisch über den Wangenknochen ins Gehör. Also ins Ohr, also praktisch zu uns, dass wir was hören. Hat den Vorteil, das Ohr ist frei. Wenn ihr joggt, ihr hört Autos, wenn ihr die Straße überqueren müsst, Vögel, wenn ihr draußen seid, Kumpels, die rufen, ey, Alter, hast mich hier sehen. Könnt ihr jetzt hören, weil die nicht überm Ohr oder im Ohr sind. Das Ohr ist komplett frei. Ihr hört alles weiterhin normal. Zusätzlich den Ton, der über den Knochen übertragen wird. Was auch geil ist für mich jetzt zum Beispiel, fürs Training. Weil ich bin hier jetzt im Fitnessstudio, habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt. Ich kann die aufhaben, muss die nicht mal an und auf und absetzen, wenn der Trainer was sagt. Ich lasse die einfach auf. Hör den Trainer, hör gleichzeitig Musik. Und das alles ist super. Oder wenn ich jetzt, ohne Trainer trainiere, höre ich Musik, kann aber gleich die Leute neben mir hören und wenn dann halt ein älterer herkommt und sagt, ey, wie viel Masten noch? Und ich das nicht mitkriege, weil er ungünstig neben mir steht im Winkel, ich höre noch was. Und das ist das, was mich daran so reizt. Und vor allen Dingen, es liegt außen auf. Ich höre mich selber. Damit bin ich abends beim Zocken nicht so laut, weil ich mich selber höre. Ich habe keine Kopfhörer in den Ohren oder auf den Ohren und schwitze mich nicht des Todes tot hier, weil ich habe, wie gesagt, gestern Abend 28 Grad in der Bude, kein Problem. Ja, also überhaupt kein Problem. Und deswegen super, super, super. Und damit wollen wir denn, die wollen wir denn jetzt auch anfangen zu testen. Ich werde dann auch nochmal ein verkleinertes Vergleichsvideo machen von dem Open Run und dem Open Run Mini, weil sie sind ja die gleichen, bloß halt, aber die Technik ist genau die gleiche. Nur euch nochmal zeigen, wo da die Unterschiede sind, wird ein kurzes Video. Wir werden von allen ein Unboxing machen und von allen ein Hardware-Video, wo wir praktisch, ich bin, also hier könnt ihr euch, beim Open Run könnt ihr euch freuen, das ist das Erste, was wir testen. Ich habe so eine noch nie, ihr habt eine Kopfhörer, ich bin so gespannt, ob das funktioniert. Und wie das funktioniert und wie sich das anhört, machen wir dann halt praktisch jetzt zu allen ein Unboxing. Danach machen wir da einen Hardware-Test, hier einen Hardware-Test, also Hardware-Video, hier ein Hardware-Video. Und dann werde ich die benutzen
Und also die werde ich am meisten benutzen, wenn ich jetzt im Studio bin oder wenn ich die Kleine wegbringe. Oder ne, wenn ich die Kleine wegbringe, kann ich das nehmen. Und zu Hause, wenn ich hier, na, joggen ist es nicht, ruhiges Gehen mache, weil ich dann halt praktisch das Mikrofon mit bei habe. Wenn dann jemand anruft, kann ich auch einen Anruf entgegennehmen und quatschen. Aber ich glaube, hier sollte auch ein Mikrofon drin sein. Werden wir testen. Werden wir alle testen. Wir fangen jetzt erstmal mit dem Unboxing an. Ihr könnt da auf euch auf was freuen. Weil, wie gesagt, ich wüsste nicht, wie lange ich brauche. Ich muss mache das Unboxing, mache das Hardware-Video, Hardware-Check. Da müsst ihr dann warten. Das geht nicht so schnell. Aber wie gesagt, mit Bearbeiten, das dauert auch eine Weile. Und ja, ich will das jetzt nacheinander wegmachen. Und das soll jetzt so ein kleiner Vorgeschmack für euch sein, auf was ihr euch da in den nächsten Tagen freuen könnt. So, ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin.